Hallo, mein Name ist Harry Hartkorn, Teamleiter der Anwendungstechnik bei der Firma Liquimoli. Ich werde in den nächsten paar Minuten über Freigaben und Spezifikationen der Motorenöle informieren. Wir werden über die Bedeutung der Einteilung, der Viskositätseinteilung, das heißt, wie flüssig das Öl ist, sprechen. Die Qualitätseinteilung der großen, Gruppen API und ACEA und die Herstellerfreigaben und die technischen Hintergründe. Weltweit gibt es verschiedene Fahrzeughersteller und es gibt auch verschiedene Qualitätsanforderungen und natürlich auch verschiedene Materialien. Diese müssen geschützt werden und die Vorgaben der Fahrzeughersteller eingehalten werden. Die großen Fahrzeughersteller sind in Asien, in Europa und in den USA angesiedelt und wir werden uns später dann auf diese Bereiche konzentrieren. Erst sprechen wir über die allgemeinen Anforderungen, die überall gleich sind. Das ist die Einteilung der Viskositäten, das heißt, wie flüssig, wie dick oder dünnflüssig das Öl im kalten und im warmen Zustand ist. Ein Öl mit der Viskosität 0W ist zum Beispiel bis minus 35 Grad einsetzbar. Ein 5W-Öl bis minus 30 Grad, ein 10W-Öl bis minus 25 Grad und so weiter. Es gibt noch eine Einteilung für den warmen Zustand, das heißt für den Betriebszustand bei 100 Grad. Das wäre dann die zweite Zahl. Ein Öl mit der Viskosität 20 ist ein relativ dünnes Öl, ein Öl mit der Viskosität 40 ist ein recht dickes Öl, wie gesagt gemessen bei 100 Grad, weil das üblicherweise die Betriebstemperatur ist. Diese Viskositätsangaben findet man auf den Gebinden vorne in großen, großen Zahlen und Buchstaben, wie man aber auf der linken Seite sieht. Diese 0W20-Öle kommen heutzutage immer häufiger. In den älteren Fahrzeugen sind auch andere Viskositäten möglich. Es gibt Viskositätsbereiche von 0W20 bis 10W40, 20W50. Moderne Öle sind eventuell nur auf eine einzige Viskosität ausgerichtet. Eine Viskosität ist aber kein Qualitätsmerkmal. Ein Motor braucht eine gewisse Temperaturbeständigkeit, es muss Schmutz transportieren und diese Tests und Prüfungen werden dann in einem Prüflabor gemacht, an einem Motorprüfstand. Deswegen gibt es dann in diesen verschiedenen Ländern auch verschiedene Normungssysteme oder Qualitätssysteme. Das wäre zum Beispiel für den US-Bereich die API. Und für den europäischen Bereich dann die ACEA. API, American Petroleum Institute, ACEA, Association Constructeur de Européen de Automobile. Fangen wir mit der API an. Die API hat ein relativ schlicht aufgebautes System. Hier bedeutet zum Beispiel der Buchstabe S Service und ist für Benzinmotoren gedacht. Und ein weiterer Buchstabe gibt die Qualität an. Genauso im Bereich C, Commercial Vehicles, das sind Dieselfahrzeuge und sind auch ebenfalls aufgebaut mit einem weiteren Buchstaben. Dieser Buchstabe gibt die Qualität an. Wie man hier erkennen kann, sind diese Qualitäten rückwärts kompatibel. Habe ich ein Öl mit der Klassifikation CK, kann ich es einsetzen in ein Fahrzeug mit der CJ oder CI zum Beispiel. Das heißt, ich kann mit einer höheren Qualität niedrigere Qualitäten abdecken. In der ACEA ist es leider nicht ganz so einfach. Die ACEA ist ausgerichtet auf die europäischen Abgasnormen, die dann erfüllt werden müssen mit Hilfe des Öles. Deswegen haben sich diese ganzen Fahrzeughersteller hier auf der rechten Seite zusammengesetzt und haben ein Normungssystem aufgebaut, bei dem A für die Benzinmotoren steht, B für Dieselmotoren ohne Partikelfilter, C für Dieselmotoren und Benzinmotoren derzeit auch für Fahrzeuge mit Partikelfilter und für die schweren Nutzfahrzeuge und Baumaschinen dann die Klassifikation E.
Dieses ganze System ist die Grundlage für die Fahrzeughersteller. Der Buchstabe plus eine weitere Zahl gibt die Qualität für das Öl an. Leider ist es nicht so, dass hier das C5 rückwärts kompatibel ist. Das ist ein eigenständiges System. Und auf dieser C5 bauen dann diese Fahrzeughersteller ihre Spezifikation und Freigabe auf. Das heißt, alles, was wir hier sehen, sind die Fahrzeughersteller, Freigaben und Spezifikationen. Und die werden dann nochmal geprüft, zusätzlich zu dieser Basis-ACEA. Und das erfordert weitere Motorentests. Ist also relativ aufwendig, das Ganze. Und deswegen auch sehr umfangreich. Es kann auch sein, dass dieses System sich hin und wieder verändert. Es ist ein dynamisches System, es ist nicht fix. 2015 zum Beispiel gab es noch die ACEA A1B1, die dann aber schon 2017 rausgenommen wurde und eine C5 mit dazugekommen ist. Auch dieser Block A3B4 hat sich sehr stark verändert, wenn man das 2015 mal sieht. Sind sehr viele Fahrzeughersteller jetzt in diesen Bereich gewechselt. Auch die nächste Zeit werden einige Änderungen eintreten. Also dieses System ist kein starres System. Wichtig ist, diese Informationen finden Sie alle unten auf den Gebinden. Hier unten finden Sie die Herstellerfreigaben und die Spezifikationen, die eingehalten werden sollen. In Verbindung dann nachher mit den Viskositäten finden Sie dann die Zuordnungen, alle bei uns in den Ölwegweisern, in Papierform, in der elektronischen Form oder als App. Sollten Sie nicht weiterkommen, fragen Sie gerne nach, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail ab in die Anwendungstechnik und meine Kollegen und ich werden Ihnen antworten. Dankeschön.